Leute, mir ist ein scheußliches Missgeschick passiert. Ich habe aufgenommen, und zwar schon fast 2 Folgen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich nicht aufgenommen habe. Tja, wir müssen das Zeug, was wir gemacht haben, also jetzt mal im Schnelldurchlauf nachholen. Was habe ich in diesen Folgen gemacht? Ich habe diese Öfen hier geplatziert. Tut mir echt leid, dass ich so dumm war, aber ja, gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier Öfen, die unsere Kupferproduktion, hier voll in Strom umgewandelt haben. Wir rennen jetzt mal hier rüber. Diese Folge wird mehr oder weniger nur eine Schaufolge und wir werden dann das nächste Mal wieder eine gescheite machen. Ah, Leute, es tut mir leid. Das kann jetzt sogar sein, dass ich dadurch ein bisschen Verzug komme bei den Folgen. Also wenn jetzt ein Tag keine kommt, dann liegt das daran wahrscheinlich. Wir haben hier hinten Stromproduktionen angefangen, weil unsere Stromauslastung schon wieder total am Kriechen ist. Wartet. Brauchen wir noch ein Licht. So. Also Stromproduktion haben wir angefangen. Und dann haben wir hier mit diesen großen Trägern haben wir das rüber transportiert. Hier hatte ich keine großen Träger mehr und auch kein Stahl mehr, weil unsere Stahlproduktion aktuell etwas hinterherhinkt. Sind dann hier entlang, haben... Moment, wir sind gleich da. Haben hier auf Stahl gewartet, um... weil in der Zwischenzeit die Rohölforschung vorbei war, hier das Wunderwerk der von Factorio aufzubauen. Wir haben Leichtöl und wir haben Schweröl, was wir bisher nicht verwendet hatten, die Folgen davor. Wir haben hier eine Chemiefabrik, welche aus Wasser, welches noch gar nicht angeschlossen ist, ich hält. Ja krass, das kann man dann gleich noch machen. Welche aus Wasser und Schweröl Leichtöl macht. Und aus Leichtöl machen wir in dieser Fabrik mit Wasser zusammen das gute Petroleum, was hier nicht so richtig angezeigt wird. Und das transportieren wir dann in unsere normale Petroleumschleuse, so dass wir hier immer genug haben. Und vor allen Dingen dieses Leicht- und Schweröl auch verarbeitet wird. Warum das unbedingt verarbeitet werden muss? Ganz einfach. Wenn Leicht- und Schweröl nicht verarbeitet wird, wird es irgendwann stecken bleiben, weil kein Lagerplatz mehr da ist. Ist kein Lagerplatz mehr da. Ist das nicht so gut, sagen wir es mal so. Wir platzieren das mal so und hoffen... Moment. Schweröl zu Leichtöl ist. Wasser da. Weiß ich nicht mehr. Alles kacke. Wobei dann das wenigstens so geht. So, ja, dann seid ihr wenigstens da dann live dabei, wie ich das Ding hier anschließe. Oh, das ärgert mich so hart mit der Folge jetzt. Das ist einfach. Vor allem, ihr müsst euch überlegen, sowas ist halt für einen selbst auch sehr frustrierend, weil man dann echt so 40 Minuten. Umsonst eigentlich was gemacht hat. Ein bisschen schade drum. Aber gut, soll uns jetzt kein Beinbruch sein. Ändern können wir es eh nicht mehr. Wir bringen das von da nach da. Das machen wir so. So. Ah, nein, 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 nein. Um Himmels Willen. Nein. Oh, hör doch auf. Oh. Nee, das ist richtig. Was ist hier jetzt drin? Ich hoffe nur das Beste. So, 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 so. Ach, scheiße. Das läuft hier ja alles so gut gerade. Hört auf, euch zu verbinden. Ah. Schrecklich. Dann machen wir das so. Boah, ist das jetzt ein Kauderwelsch hier. Eklig. Ja, genau. Wir wollten weiter forschen. Haben auch übrigens die Forschungsmodule, die Geschwindigkeitsmodule erforscht. Werkzeuggürtel ist eine super Sache. Den machen wir mal schnell. So. Genau. Und jetzt haben wir... hier drin alles, was wir brauchen. Darüber. So. Jetzt sollte das doch klappen. Ne? Aber da ist jetzt Schweröl drin. So, jetzt funktioniert's. Genau. Jetzt seht ihr auch hier, wir erstellen Leichtöl. Leichtöl kommt hier rein. Wir zu dem Zeug hier. Also haben wir aus Schweröl im Endeffekt am Ende hier Petroleum gemacht. Coole Sache auf jeden Fall, aber halt jetzt ein bisschen komisch mit den Rohren. Egal.
Ja, mal gucken. Ich weiß ja eh nicht, wie lange ich diese Serie noch mache. Also von dem her ist das schon okay. Das passt schon so. Irgendwie passt das. Irgendwie passt es immer. Und wir haben außerdem Geschwindigkeitsmodule erforscht. Wir könnten mal gucken, was die kosten würden. Aber die machen wir mal kurz. Die dauern auch nicht so lang, glaube ich, oder? Doch, die dauern verdammt lang. Die zu automatisieren, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Wenn ja, können wir es immer noch machen. Machen wir jetzt aktuell nicht. Aktuell ist Geschwindigkeitsmodul tabu, sagen wir so. Was wir aber machen können. Oh, guck mal, da ist das erste Geschwindigkeitsmodul. Was wir nämlich machen wollen mit diesen Geschwindigkeitsmodulen. Den zwei, die ich jetzt gemacht habe. Hier runter. Geschwindigkeitsmodule verbrauchen mehr Strom, aber dafür arbeitet das ganze Zeug hier schneller. Insbesondere dann gut, wenn man einen Ofen hat, der nicht schnell genug einem arbeitet. So, habe ich etwas schnellere Eisenproduktion hier vorne. Und das gefällt mir eigentlich doch recht gut, muss ich sagen. Was ich machen wollte, war mit diesen schnellen Fließbändern hier auch mal wieder anfangen. Und zwar nämlich hier das alles so ein bisschen zum Teil zumindest schon mal beschleunigen, was von da unten kommt. Auch das Kupfer können wir das eigentlich gleich machen. Dann fließt das nämlich schon mal schneller. So, wow. Läuft das in die richtige Richtung? Ja, ne? Ja, kann man auch hier machen. Weil wir hier natürlich. Ja, ich weiß. Wenn ich nicht so viel produziere, dass hier eh alles staut, dann lohnt sich das nicht. Bla bla bla. Es wird sich aber irgendwann bestimmt lohnen. Und außerdem kommt so auch schneller bei den. Kommt das gleiche produzierte schneller bei den Sachen. Nein, 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 nein. Oh Mann, ich will nicht mich auf diesen Scheißteil bewegen. Ah! For fuck's sake. Das anstrengend. Das bringt nämlich, dass die Eisenplatten jetzt schneller zu ihrem endgültigen Zielort kommen. Was die Produktion an sich ja beschleunigt, weil gerade hier wir das Problem haben, dass wir nicht zu. Also wir bekommen hier zwar zu wenig, aber wir bekommen es auch viel zu selten. So, und dadurch haben wir jetzt hier, würde ich sagen, ganz geilen Highway aufgebaut. Wir können ja hier nochmal welche mitnehmen. Die hier auf dem Ding rumliegen. Oh, ich würde sagen, wir haben doch schon einiges geschafft hier in Factorio. Die roten Teile sind auch noch langsam. Die können wir auch mal beschleunigen noch. So. Ich weiß, die Tunnel sind noch nicht, aber ist ja auch egal. Nein. Nein. Komm. So und. So, und hier hoch. Perfekt. Dadurch haben wir jetzt zumindest ein bisschen was an Geschwindigkeit hier. Oh, und es funktioniert eigentlich. Es funktioniert alles so. Das finde ich cool. Es funktioniert halt trotzdem. Auch wenn es nicht perfekt gebaut ist, es funktioniert. Das finde ich das Schöne an Factorio gerade. Das macht mir so Spaß. So, was wollen wir als nächstes automatisieren? Was brauchen wir denn als nächstes? Ich denke, als nächstes gehen wir in Richtung Waffenzeug. Dass wir mal ein bisschen was noch actionreicheres erleben, als nur hier ständiges Aufbauen. Wir können auch auf Richtung Drohnen gehen. Ist auch eine coole Sache, nur habe ich da jetzt irgendwie nicht so Lust drauf. Ich habe jetzt Lust auf Ballerei. Und deswegen werden wir das jetzt auch mal erforschen hier langsam. Dementsprechend werden wir anfangen mit den. Ich denke Lasertürmen, weil die einfach die besseren sind. Auch wenn die Energieversorgung dabei immer in die Knie geht, eigentlich, wenn man die verwendet. Wir können das hier noch beschleunigen, weil das hier läuft ja auch wahnsinnig langsam alles noch. Eure Elektrizität ist aber okay, oder? Ich hätte gern. Danke. Gut, eure Elektrizität ist also noch gut. Das ist schön zu hören. So, jetzt machen wir vor allen Dingen hier den Weg mal. Ach, ich laufe gegen den Stein, ich hält. Passiert mir im Real Life übrigens auch dauernd, dass ich so gegen Steine laufe und so. Hä? Oh. Nee, nee, nee. Moment. So. Jetzt. Danke. Da verheddert sich immer noch was. Hört es auf, euch da zu verheddern. Ja, warum verheddert ihr euch da? Jo.
Hört. Achso. Guck mal. Falsch rum platzierte Fließbänder sind natürlich keine Hilfe. Muss man sich sogar ein bisschen konzentrieren wegen diesen ganzen Kurven, die ich da gebaut habe, ich hält. Was habe ich hier gemacht? Dumm. Okay. An manchen Stellen wundere ich mich so ein bisschen über meine eigene Intelligenz, die ich da fabriziert habe. Ah, habt ihr natürlich vollkommen recht, da war ich nicht so intelligent immer. Aber das gehört ja, wie gesagt, meiner Meinung nach gehört das zum Spiel dazu. So eine Lernkurve, die man in diesem Spiel einfach durchleben muss. Dass öfters mal was schief läuft. Aber jetzt kommt hier halt wirklich schön schnell und viel Eisen an. Wir können unsere Eisenproduktion theoretisch noch erhöhen, indem wir mehr Öfen bauen. Dazu werden wir aber Stahlträger brauchen. Das heißt, wir müssen wieder hoch. Und oben weiß ich, dass die Stahlproduktion aktuell total hinterherhinkt. Wegen der nicht so schnellen Eisenproduktion. Ein Teufelskreislauf, sozusagen. Denn wir können mal hier drüben gucken. Da sehen wir, dass kein Stahl da ist für die Maschinen hier. Und das bedeutet halt leider, dass sie, sobald Stahl kommt, ist sofort verfressen, nur für diese blauen Forschungspakete. Die wir aber halt leider auch brauchen. Jetzt könntet ihr sagen, ja, macht doch die Stahlverarbeitung größer. Das ist auch ein richtig guter Einwand. Würde sie nicht umzingelt sein von sämtlichen anderen Maschinen. Außerdem kriegt sie eh nicht genug Stahl, nicht genug Zeug ab. Von dem her ist das hier ein ziemlich hoffnungsloser und schlecht gebauter Fall. Das sehe ich ein und das gebe ich auch voll offen und ehrlich zu. Das ist scheiße gebaut von mir. Was auch scheiße offensichtlich von mir ist, ist meine Strommöglichkeit, denn wenn ich... Na, nö, es geht sogar. Okay. Okay. Dann haben wir das ja hier doch ganz gut unter Kontrolle. Ach Gott, jetzt gehen mir sogar diese intelligenten Knickarmroboter aus. Ist ja krass. Ja, gut. Es hapert an allen Ecken und Wänden. Und dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Hoffentlich dann mit einer bisschen längeren Folge. Vielleicht weiß ich dann auch wieder, was ich machen soll. Bis dahin, mein Name ist Light. Over and out.